Ich habe das Gefühl, dass jetzt nicht seit gestern oder sowas, sowas ist natürlich auch über die Jahre gewachsen und hat sich entwickelt, dass wir uns da auseinandergelebt haben, dass sich die Perspektiven verschoben haben und letztendlich musste da einer, also mussten wir eine Entscheidung treffen und die Entscheidung habe ich dann getroffen, indem ich gekündigt habe, was für mich im Moment sich sehr gut anfühlt. Man weiß natürlich nie, was die Zukunft bringt, aber und ich glaube auch für die Wise Guys, wenn sie jemanden finden, der sozusagen dann wieder an dem gleichen Ruder sitzt und vielleicht auch das Ruder dann etwas intakt besser mitzieht, als ich das gemacht habe die letzte Zeit, wird es auch für die eine gute Sache sein. Also ich wünsche dir den Wise Guys wirklich das Allerbeste. Als Ferenc uns gesagt hat, dass er aufhört, war ich erstmal wirklich überrascht und geschockt. Ich hatte das als Möglichkeit in Betracht gezogen, aber nie für wahrscheinlich gehalten. Und ich weiß, dass ihm das sehr schwer gefallen ist, nicht nur die Entscheidung, sondern auch gerade der Moment, in dem er uns das gesagt hat. Das war ein sehr emotionaler Moment für alle Beteiligten, für ihn natürlich ganz besonders. Und er hatte sich dazu ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ihm nicht die entscheidenden Worte fehlen. Und das hat mich doch sehr berührt in dem Moment, weil mir klar geworden ist, dass jetzt eine Zukunft ohne Ferenc ansteht. Ich glaube zwar, dass es weitergeht, ich weiß, dass es weitergeht und ich bin noch optimistisch, es wird auch gut weitergehen. Aber in dem Moment bricht natürlich erstmal was Bestehendes zusammen. Mir ist die Wise Guys Puste ausgegangen, ja. Mir ist die Puste ausgegangen, so mit den Wise Guys weiterzuarbeiten, wie wir uns in den letzten Jahren entwickelt haben. In den Bereichen, die, wie gesagt, abseits des Kerngeschäfts gehen. Das ist mir auch ganz wichtig, weil, wie gesagt, nochmal, die Bühne und die Proben, das alles, das liebe ich immer noch und das werde ich auch immer lieben. Das wird mir auch fehlen. Der Rest nicht. Ein Wise Guy zu sein, ist eben schon ein spezieller Beruf. Das ist halt nicht, man ist halt nicht in der Kapelle, man ist nicht in der Band angestellt, hat zu einer pünktlichen Zeit zum Soundcheck auf der Bühne zu sein, macht sein Konzert und fährt nach Hause. Sondern da hängt eben doch nach dem Verständnis, glaube ich, der großen Mehrheit der Band, in diesem Falle von uns Vieren sozusagen, hängt da doch sehr viel mehr dran. Dann gab es eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, es ist eine große Fünfergruppe, die sehr stark zusammen miteinander auftritt, in jeglichen Bereichen, also jetzt nicht nur bei den Auftritten, sondern wirklich im kompletten Wise Guys-Geschäft. Das hat sich aber jetzt auch die letzte Zeit verändert. Also, dass es eher so ein Gefüge wurde, vom Gefühl her, vier und einer. Also ich bin wirklich ein Familienmensch auf eine gewisse Art und Weise und bin gerne zu Hause und bin nicht gerne 2 Wochen auf Tour. Dafür ist mir das zu wichtig. Und es ist leider auch so, dass ich mittlerweile auch nicht mehr so gerne mit den Jungs zusammen bin. Ich habe mich halt auch immer mehr entfernt von der Gruppe. Ich bin abends nicht mehr mit weggegangen oder irgendetwas. Und ich bin auch oft in letzter Zeit mit dem eigenen Auto zum Beispiel. Wenn es hier nebenan war oder zu den Konzerten gefahren, natürlich nicht auf eine lange Tour, aber wenn es sich irgendwie einrichten ließ. Und das spricht natürlich auch Bände, wenn man darüber nachdenkt, okay, wieso fährt er jetzt alleine, wieso geht er mit den Freunden nicht eigentlich noch abends weg? Muss ja nicht jedes Mal sein, aber so vielleicht ein, zwei Mal von der Tour. Und die Antwort darauf habe ich nicht, aber vielleicht ist das genau der Grund, dass ich mich angefangen habe, einfach auf eine Art und Weise unwohl zu fühlen in der Band und damit natürlich auch ein Unwohlsein in der Band erzeugt habe, dass sie sich nicht wohl gefühlt haben mit mir, weil sie wollten gerne, dass ich mehr mitmache. Ich soll das mehr mitmachen, ich soll das mehr mitmachen. Und dann machen wir noch das, dann machen wir noch das. Und ich dann gesagt habe, nee. Und ja, um das noch weiter auszuführen, also ich habe das ja jahrelang so gemacht und die Luft ist einfach raus. Und das ist total schade. Ich finde es total schade, aber es geht einfach nicht anders. Ich nehme sozusagen Abschied von einem ganzen Lebensabschnitt mit all seinen Seiten, lustig,
schmerzhaft und aber auch schön. Und das ist noch offen, wie sich das im Endeffekt anfühlen wird. Aber im Moment bin ich sozusagen in der Phase, dass ich es akzeptiert habe, dass das passieren wird. Also ich glaube, dass im Moment sehr stark dieser Ausstieg und der Neuanfang im Fokus ist bei uns allen, weil wir naturgemäß natürlich auch in die Zukunft blicken und auch blicken müssen, um zu sehen, dass es weitergeht und gut weitergeht. Aber es ist natürlich es gehört für mich zum Teil des Loslassens dazu, dass man auch dankbar und glücklich zurückblicken kann. Ne? Und das kann ich in der Zeit mit dem Ferenc. Ich kann mich an sehr viele schöne Momente erinnern und sagen, ja, da waren viele schöne Momente dabei. Momente, wo wir irgendwie richtig Spaß miteinander hatten und so. Und das gehört, und das wird auch immer zu der Vergangenheit gehören. Und das ist schön. Ich möchte gerne mit den Wise Guys noch viele Jahre weitermachen und noch Erfolge feiern und eben ein gutes Klima untereinander haben und eben auch Dinge tun können mit Freude und Begeisterung und dem Gefühl, dass alle fünf da Bock drauf haben. Das ist das, wo ich eben die Chance für die Zukunft sehe, dass wir das hinbekommen, dass wir wirklich Wise Guys sind in dem Wortsinn, wie vier von uns das auf jeden Fall immer gesehen haben. Ich gehe nicht mit, und das ist mir sehr wichtig, ich gehe nicht mit Wut im Herzen, sondern ich gehe, weil ich eine Entscheidung getroffen habe und mit der ich jetzt sehr glücklich bin, obwohl ich vieles vermissen werde. Und ich bin unglaublich froh, dass ich mich auch und dass wir uns sozusagen, wir alle dazu entschlossen haben, das in einer wirklich freundschaftlichen Art und Weise zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich momentan sauwohl mit den Jungs. Es kommen immer und immer wieder auch Momente, wo die Traurigkeit einsetzt, wo man auf einmal denkt, Mensch, oh Mann, hier warst du jetzt das letzte Mal. Das ist schon schade. Wir werden sehr bald anfangen müssen, einen neuen Bass zu suchen. Das ist ganz klar, das ist auch der Grund, dass wir das jetzt so früh ankündigen. Wir haben lange diskutiert, ob wir das vor der Veröffentlichung des Albums überhaupt bekannt geben sollten. Aber der zwingende Grund ist im Endeffekt, dass wir bis zum Sommer möglichst viel Bewerbungen da haben wollen, möglichst weit diese Informationen streuen, dass wir suchen und dann hoffentlich im Spätsommer, im Herbst dann jemanden finden, auswählen finden und auch einarbeiten können. So wie ich auch an das Projekt Zwei Welten glaube, so glaube ich auch an einen positiven Abschied von Ferenc und so glaube ich auch daran, dass wir einen sehr guten Nachfolger finden werden, der hoffentlich genauso gut in die Band passt. Ich sag mal so, als der Clemens aufgehört hat, war ich auch sehr traurig und ich finde, der Nils hat sich da super eingelebt und Nils ist ein toller Mann und ich hoffe, dass es mit meinem Nachfolger genauso funktioniert. Wir fünf haben es uns nicht leicht gemacht und schnell aufgegeben, sondern immer wieder gearbeitet, dass man irgendwie wirklich das Gefühl hat, in einem Boot zu sitzen oder an einem Strang zu ziehen und dass alle damit auch wirklich zufrieden und glücklich arbeiten und leben können. Und es hat im Endeffekt nicht gereicht. Und wenn man das aber erkennt, ist es besser, einen Schlussstrich zu ziehen und in beiden Fällen Ferenc und wir dann neu anzufangen? Also ich würde sehr gerne weiter mit meiner Stimme arbeiten. Ich kann mir sehr viele Sachen vorstellen. Vieles geht interessanterweise in Richtung Sprache. Also ich kann mir Radio vorstellen, sowas zu machen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, Hörspiele, Hörbücher zu sprechen, Synchronisation ist zum Beispiel so ein Thema, das finde ich sehr spannend, da hätte ich total Lust zu. Auch im Gesanglichen werde ich dranbleiben, also ich würde einfach für mich singen und gucken, was ich da irgendwie weitermachen kann. Vielleicht nehme ich mal eine CD auf, wenn ich Lust habe, ich schaue einfach mal. Auf jeden Fall, was für mich jetzt erstmal wichtig ist, dass ich es für mich tue und nicht in dem Bereich für mich selber entscheide, was ich machen möchte. Und das hatte ich halt schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Liebe Fans, ich wünsche mir, dass ihr uns in diesem sehr aufregenden, abenteuerreichen Jahr 2012 genauso an der Seite steht, wie ihr es bisher getan habt und mit uns zusammen den Abschied vom Ferenc feiert und genauso den Neubeginn. Ja, ich hoffe, dass ihr dem Ferenc die besten Wünsche gebt, dass ihr uns auch sehr nett begleitet, weil es ist für uns auch nicht einfach und wir müssen jetzt anfangen zu suchen, wir müssen irgendwie sehen, wie wir weitermachen. Ich wünsche Ferenc alles Gute und ich
hoffe, dass wir mit den Wise Guys noch lange auch mit ihm bekannt bleiben, aber auch eben ohne ihn dann weitermachen können. Und ja, helft uns einfach, diese Zeit dann auch zu überstehen. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo der Weg auseinandergeht. Und wir hoffen eben, dass ihr unseren Weg mit uns mitgeht und dass ihr genauso wie wir neugierig und offen auf den neuen Wise Guy und auch die Zukunft uns die Treue haltet. Das würde ich mir von Herzen wünschen und ich hoffe, dass es auch ein schönes Abschieds-Dreivierteljahr wird, was ja eben nicht nur ein Abschiedsjahr ist, sondern auch der Start von unserer zwei Welten und dem Aufbruch in eine neue Zeit. Ich weiß, dass es traurig ist, dass Ferenc jetzt aufhört, aber ich möchte euch sagen, gebt den Neuen eine Chance, wie ihr mir die Chance gegeben habt, denn ihr habt mich so toll aufgenommen. Und wenn ihr offen damit umgeht, dann wird es euch auch gefallen. Ich möchte mich bei euch allen dafür bedanken, für die vergangenen Jahre mit euch. Und ich bin traurig, aber ich bin sicher, dass ich die richtige Entscheidung gefunden habe. Ich bin noch ein ganzes Jahr mit dabei, also wir sehen uns auf jeden Fall noch bis zum 22. 12. Das wird wahrscheinlich mein letztes Konzert sein. Bis dahin gebe ich auch alles und werde versuchen, so gut zu bleiben, wie ich bin. Und ich habe mit den Jungs sehr viel Spaß im Moment und wir gehen freundschaftlich auseinander. Vielen Dank und genießt die Zeit und freut euch auf den neuen. Alles Gute.